Das wird natürlich heute und morgen ein Hauptthema sein. Aber im Kern ist es ja klar, wir stimmen alle überein, wir brauchen mehr Wachstum. Wir können Wachstum, dauerhaftes Wachstum nur erreichen, indem wir die notwendigen Strukturreformen implementieren, indem wir wo notwendig die institutionellen Rahmenbedingungen verbessern und indem wir den Pfad der finanzpolitischen Konsolidierung fortsetzen. Das ist im Prinzip ja völlig unbestritten. Niemand will ja auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt verändern. Jedenfalls sagen alle, sie wollen ihn nicht verändern, dann ist es ja gut. Also wollen wir mehr tun, um Investitionen und Wachstum zu fördern. Das ist ganz klar, ganz notwendig.